Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier zur finalen, finalen Vorrunde, würde ich mal behaupten. Wenn wir dieses Spiel abgeschlossen haben, werden wir eingerankt. Und ich will mal schauen, dass ich das auf jeden Fall noch gewinne, weil dann haben wir 8 von 10 gewonnen. Und das wäre schon schön, ja, das wäre schon schön. 2 bis jetzt verloren, ich weiß nicht, wo wir eingerankt werden, wahrscheinlich Prospekt 3 nur, also keine Ahnung. Vielleicht kommen wir auch, ja, ich weiß, eben mal schauen, wir werden es sehen. So, das Spiel beginnt. Yes. Ich bin sehr gespannt. Wen kriegen wir denn als Gegner hier? Sir Lion. Okay, er ist Profi, alles klar. Wow, nice Parade, Junge. Was war das? Alter, ist das sein... Okay. Ich bin schon wieder gerade völlig am Ende. Was hat er denn da bitte eben für eine Parade gerissen, ja? Aber wir haben den Ausgleich schnell hingekriegt. Boah, das war schon wieder Hardcore, ja. Okay, ich konzentriere mich jetzt einmal ein bisschen. Nicht so viel quatschen, mehr machen. So, dann schießt das Ding mal. Ja. Das gibt's nicht. Okay, der kommt gut, der kommt... Nein, der kommt nicht ganz so gut, wie ich gehofft habe. Oh. Okay, das wird ein harter Gegner, ja. Aber es ist zu schaffen. Genau, in die Richtung bitte. Oh nein, ey, was mache ich denn? Warum mache ich denn immer so eine Scheiße? Warum schieße ich das verdammte Ding nicht einfach da weg? Ah, ich könnte gerade schon wieder ausflippen hier. Ja, ist voll logisch, voll logisch. Warum? Wie geht das? Warum hat er so ein Glück und das Ding landet direkt vor seinem Scheißkopf, ey? Ach, Mann. 1-3. Leute, es ist... Ja, natürlich. Alles klar, warum auch nicht? Hey, ist ja egal. Ja! Ich muss mich kurz muten. Okay, es geht wieder. Oh. Okay, 1-4. Konzentrieren. Er will mich verarschen. Er will mich einfach verarschen. Komm. Ja, wie der Ball einfach mal hier. Leute, der Typ macht mich fertig. Der Typ macht mich völligst fertig. Okay, aber ich werde nicht aufgeben.
Und da ist das zweite Tor. Jawohl, 2-4. Es ist noch alles offen. Und ich werde mein Bestes geben. So, jetzt Vollgas, ja. Einfach Vollgas. Und hier nächste Bude reinkloppen. Er will mich schon wieder ärgern, ja. Ja, ja, von wegen! Arr, ich fress gleich mein Mikrofon. Okay, ich weiß nicht, wie das geht, aber irgendwie hat er entweder Schweineglück oder der verarscht mich hier, weil teilweise spielt er wie der letzte Noob, ja, fährt am Ball vorbei und macht sonst was für Dinger. Und dann kloppt er da solche Dinger raus. Ich glaube, er will mich einfach verarschen, ja. Das ist irgendwie so ein Profi-Gamer hier, der einen auf schlecht macht. So, da ist die dritte Bude. Oh, zwei Tore noch, 1:13. Alter, das wird schwierig. Aber es ist nicht unmöglich, ja. Es ist echt nicht unmöglich. Und ich werde mir Mühe geben, das hinzubekommen. So, da ist die nächste Bude. 1:4 haben wir noch für ein Tor. Oh! Ich habe gerade schon wieder Puls von 400. Ja, mach mich halt kaputt im 1:1. Das ist natürlich auch völlig logisch. Ja. Ja. Du machst kein Tor mehr, Kollege. Boah, warum mache ich ein Tor? Nein! Oh, boah, ich krieg gerade voll den Herzkasper hier. Oh. Ach Mann. Wow. Alles klar, das Ding ist gelaufen. Freunde, wir haben leider nur 7 von 10 gewinnen können. Ach Mann, ey. Warum mache ich sowas? Guckt es euch an. Ja, ja, ist alles gut. Alles gut. Wie perfekt der die Dinger auch trifft. Ja, er weiß ganz genau, in was für einem Winkel das Ding fliegen muss. Und der will mir erzählen, boah, der ist, ich bin gespannt auf den Rang, den der Kollege hat, ja. Unglaublich. Jo, dann ist halt vorbei. Ah, das ist so ärgerlich, ja. Aufstieg. Prospekt 3. Yay, Prospekt 3. Klasse 3 von 15. Alles klar, er ist schon hier. Warum auch nicht? Warum spiele ich gegen solche, wenn ich nicht eingewinkt bin? Naja gut, wir sind im Prospekt 3 gelandet. Ja, ich habe echt mehr erhofft, ja. Ich meine, ja, Prospekt 3. Hier bin ich schon auf Gold, ja. Naja, was soll's. Okay, Leute, dann war's das gewesen hier mit der Folge. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.